Oh mein Gott, Leute, was denn hier passiert? Wir sind im Krankenhaus aufgewacht, Leute. Aua. Aua. Warte mal. Stani, was Aua. Machst du denn hier? Max, der Alter. Doktor hat mich hierher gebracht, Mann. Wie, der Doktor hat dich hierher gebracht? Was ist... Ja. Stani, siehst du das? Was ist das für eine Kettensäge hier? Und der Doktor hat gesagt, ich muss hier runter. Nein, oh mein Gott. Ja. Stani, wir sind im Horrorkrankenhaus gefangen. Ey, wir müssen hier unbedingt rausbrechen. Wie sollen wir hier lebend rauskommen? Das Ding ist, der Doktor könnte jede Sekunde kommen. Wir müssen wirklich überkrass aufpassen, ja? Ey, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir ausbrechen. Guck mal, aber hier ist... Nein. Hier sind Lasergitter davor. Ey, Max, da oben ist eine Kamera, die uns die ganze Zeit beobachtet. Der Doktor beobachtet uns. Ey, lass uns hier raus, Junge. Junge, lass uns raus, sonst knallt's gewaltig. Der weiß nicht, dass er sich hier mit den Ausbruchbrüdern eingelegt hat. Ja, Mann, warte mal. Max, guck mal, was ist das denn? Ist das hier ein Schalter? Oh mein Gott. Ich glaube ja. Kann man den drücken oder sowas? Oh mein Gott, die Tür ist Lasertüren. Junge, die haben, überleg mal, wie krank das ist. Die haben einfach dieses Krankenzimmer mit Lasertüren abgesichert. Ey, das ist wirklich zu krass. Leute, ob wir es schaffen, heute hier aus dem Horrorkrankenhaus zu entkommen, das erfahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Komm, Leute. Oh mein Gott. Stani, komm, nächster Jump. Nächster Jump hier. Max, ich glaube, ich habe den Doktor gehört. Nein, nein, oh mein Gott. Beeil dich, Bro, beeil dich. Oh mein Gott, hier sind schon wieder Kameras. Sie beobachten uns hier komplett. Oh, was? Hier gibt's nicht mal einen Paulberger Limo-Automaten. Bro, Junge, diesen Müll trinke ich nicht. Ey, das ist ja richtiges Schmalspur-Krankenhaus hier. Gut, oh mein Gott, nein. Junge, das sind einfach Lavafelder. Ey, Bro, pass bitte auf, pass bitte auf. Oh, zack. Okay. Zack. Es läuft, Junge, läuft sehr gut. Wir dürfen hier nicht down gehen, Max. Nein, 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 wenn wir down gehen, ist vorbei, dann sind wir wieder eingesperrt. Wow. Okay, gut. Was wird sich hinter... Nein. Bro, was ist das denn? Nein. Nein, was... Ey, da wurde jemand geröntgt. Ey, die züchten hier, glaube ich, irgendein Riesenmonster-Skelett oder sowas. Wer bist du denn? Ey, brech mal. Guck mal, dass du hier rausbrechen kannst, Junge. Oh mein Gott, Das ist wirklich ein kompletter X-Ray-Raum. Checkst du das, Max? Das ist zu krass. Okay, lass mal gucken, dass wir hier rauskommen. Wir dürfen hier nicht diese Laserstrahlen berühren, weil dann verwandeln wir uns auch in ein Skelett. Bro, wer ist das denn hinter uns? Hinter uns einer draufgegangen gerade. Oh mein Gott, der ist verloren, Bro. Der ist verloren. Der wurde vom Doktor bekommen. Ey, vorsichtig. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein. Guck mal auf diese Riesenknochen, wo müssen wir drauf springen? Das sind einfach Knochen von dem Skelett. Oh Gott, Max, das ist so schwer. Max, das ist richtig schwer. Das sind Riesenchumps, die man hier machen muss. Oh Gott. Oh mein Gott, um Gottes Willen. Bro! Stani, hast du es geschafft? Nein, Stani! Nein! Hey, Bro, Leute, warte auf Stani. Gut, der ist da hinten, der ist da hinten. Stani, du machst das schon, Bro. Ey, Leute. Bro, diese Knochenjumps sind übelst hart. Das ist richtig schwer hier, aber wir schaffen das. Keiner hier wird natürlich zurückgelassen. Jetzt hier über die Laserstrahlen drüber rennen. Junge, das sind einfach die X-Ray-Laser. Ja, das ist richtig gefährlich. Oh, hier an diesem Skelett vorbei. Ich höre den Doktor. Nein, der verfolgt uns. Max, Stani. Der will uns komplett hops nehmen. Der will uns richtig hops nehmen. Und Checkpoint holen. Checkpoint. Okay, warte mal, guck mal, man kann sich hier so eine Hauspets noch holen. Haustiere. Das gibt das hilft uns bestimmt voll. Warte mal. Ich hol mir einen Dinosaurier. Leute, wir geben jetzt hier mal 100 Robux aus. Macht das wie man nicht zu Hause nach, Kinder. Ey, ich hol mir, glaube ich, einen Drache für 100 Alter, Robux. Alter, was ein Drache? Warte mal, ich setze ihn jetzt hier mal ein. Guck mal hier, Dino. Das. Zeig mal, wie sieht der aus. Wo ist mein Pet ist nicht da? Warte. Du musst auch die Taste noch drücken unten. Eins drücken. Ach so, da unten stimmt, Junge. Stani sieht hier gar nicht durch. Junge, guck mal, wie cool der aussieht. Junge, wir haben Drache und einen Dino. Was soll uns jetzt noch passieren? Das Gute ist halt, die werden auch gegen den Doktor kämpfen. Ja, die werden ihn richtig angreifen. So, jetzt erstmal hier drüber jumpen. Easy. Das ist hier Bummi-Level. So, okay, zack. Nächstes Level. Nein, was ist das denn hier schon wieder? Riesenspritzen. Ich hab Angst vor Spritzen. Alter, das ist das Allerschlimmste, so eine Riesenspritze. Warte mal, ich guck mal, was kann man... Ey, Bro, guck mal, was man hier noch für Upgrades kaufen kann. Das ist ja überkrass. Ein Jetpack kann man sich auch holen. Aber Jetpack ist zu OP. Man kann sich auch so ein Transformers holen. Oh mein Gott. Alter, was man sich hier alles kaufen kann. Bro, vor allem die Kamera beobachtet uns immer noch. Wollen wir uns irgendwas Heftiges kaufen? Lass mal wirklich was richtig Heftiges holen. Ey, man kann sich in einen Zombie verwandeln. Junge, ich glaube, ich hol mir Double Jump. Holst dir Double Jump? Ich glaube, ich hol mir ein Jetpack. Ich kaufe mir jetzt Jetpack jetzt. Ja, Jetpack ist dumm. Wenn Jetpack ist zu OP, dann kannst du überall rüber. Ja. Ja, okay, das ist zu einfach. Dann hole ich mir Speed. Dann hole ich mir die doppelte Geschwindigkeit. Hol dir Double Jump oder so. Guck mal hier, ich habe jetzt... So, zack, Leute. Oh mein Gott, Double Jump ist krass.
Aber ich will mir, weißt du was? Ich hol mir mal noch, ich hol mir noch einmal den Flammenwerfer. Leute, damit werde ich jetzt mal Stami pranken. Wir holen uns später ein Jetpack. Ja, ja, wir holen uns später. Wir holen uns später das Jetpack. So, ey, Stani. Du, ich glaube, du musst im Krankenhaus drin bleiben. Ey, oh, ey, Alter, wir können Stani anzünden. Ich brenne. Oh, ey, Max, okay, Max. Wenn das dein Ernst ist. Was, Stani, was hast du dir denn gekauft? So, ey, nein. Jetzt einen Laserroboter geholt. Laserstrahl gegen Flammenwerfer. Oh. Ey, der Flammenwerfer ist stärker als der Laserroboter. Guck mal, ich packe hier die anderen Spieler ab. Die kommen hier nie raus. So, zack. Okay, komm, dann lass uns mal weitermachen. Oh mein Gott. Ey, die Geschwindigkeit ist mir aber, glaube ich, schon zu krass. Damit ist es schon schwer einzuschätzen. Du hättest die Double Jump holen müssen, das ist das Beste, glaube ich. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Double Jump. Aber guck mal, was ist das denn hier für ein komisches Krankenhaus, das hier alles verrostet ist und so? Ja, Bro, das ist hier mit Bakterien und so. Da. Hier wird man nicht gesund in dem Ding. Ich glaube, oh mein Gott, wie tief es da runter geht. Ey, Bro, wie soll ich denn hier so weit springen? Ich spring da runter. Hä? Warte mal, ich mach mal meinen Double Speed. Woo! Ey, mit Double Speed bin ich hier bis drüber gesprungen. Warte. Stani! Warte, ich komm zu dir runter, Bro. Wir lassen hier natürlich niemanden im zurück. Keller. Ich glaube, der Doktor versucht hier irgendwelche Experimente mit den Roblox-Charakteren zu machen. Ich glaube auch, das kann nicht gesund sein, was hier abgeht. So, wir schaffen ihn mal rüber. Auf Knochen unterwegs. Oh. Aber ich frage mich, woher hat er denn die ganzen Knochen her? Das ist eine gute Frage. Das muss ja von anderen Spielern gewesen sein. Ja, hundertprozentig. Also irgendwie. Okay. Muss der hier wahrscheinlich die anderen Spieler nicht rausgelassen haben. Ich glaub's auch. So. Guck mal, was ist das hier? Ich glaub's auch. Okay, das Gelbe will mich... Hä? Der sagt, das Gelbe lässt mich schneller rennen. Alter, wie cool ist das denn? Ja. Whee. Oh mein Gott, bist du auch durch das Gelbe gerannt? Nee, aber ich habe ja eh dieses Double-Speed-Ding. Yo. Ich dachte, das Gelbe wäre wieder ein Laser. Ich dachte auch zuerst, aber der Typ hat mir das gesagt. Alter, man muss hier manchmal auch auf die Leute hören. Oh nein, das ist schon vorbei hier. Oh. Was? Ist hier Ende? Ja, sind wir ausgebrochen? Nee, wir sind noch nicht zu Ende, aber das Speed ist vorbei. Aber ich habe immer noch Speed. Whee! Und jetzt kommen wir wieder mit dem Fahrstuhl nach oben. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir sind wieder oben angekommen. Guck mal, da drüben waren wir gerade gewesen. Du hast es einfach mit dem Jump rüber. Ich habe das einfach hier gehackt, Alter. Aber echt, Stani! Nein, Leute, guckt weg. Haltet euch jetzt die Augen zu, was dahinter ist. Ey, das ist wirklich zu grausam. Ich sag ehrlich, Junge, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich werde meinen Flammenwerfer jetzt rausnehmen. Ich glaube, ich werde als Roboter reingehen. Das ist gut. Oh mein Gott, der Arme. Was ist das denn? Junge, guck mal, wie der schreit. Ey, können wir den nicht irgendwie hier raus... Oh mein Gott, wir sind in ihm drin! Oh Gott. Das hier ist sein Mund. Wir gehen in seinen Körper rein. Um Gottes Willen. Ich fackel einfach mal hier seinen Gaumen ab. Er hat sich verbrannt. Junge, was sagt er hier? Okay, wir müssen uns hier wohl verstecken oder so. Okay. Ich bin runtergefallen, Mann! Wir rutschen runter. Wir sind in seinem Magen drin. Da waren die ganzen Essensreste. Okay. Guck mal hier. Ja, jetzt müssen wir hier hoch. Voll eklig. Warte mal, dürfen wir das Rote da berühren? Nee, das Rote dürfen wir nicht berühren. Ah, okay. Aber guck mal hier, mein Roboter ist das übelst OP, Junge. So. Alter. Okay. Guck mal, wie hoch ich bin. Wir dürfen das Rote berühren. Ja. Ich dachte auch schon. Was ist das hier? Guck mal hier, das dürfen wir safe nicht berühren. Nee. Bro, weißt du, was ist das? Magensäure. Was? Ja, okay, wenn wir das berühren, ist vorbei hier für uns. Oh, rüber hier. Ist das Herz hier, Max? Ich weiß nicht, ich bin kein Experte, ich bin kein Arzt. Also ich sag dir ehrlich, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist irgend auf jeden Fall, was sich bewegt im Körper. Ich also, glaube, man sollte das nicht abfackeln. Woo! Ey, Max, hör doch mal auf hier. Wir sind im Inneren des Körpers und du fackelst. Ah, oh Gott. Nein. Ich sag ehrlich, du bist in die Magensäure reingefallen. Ja, ich bin in die Säure reingefallen. Aber das Problem ist, der Roboter, der ist zu stark. Wow. Der fliegt zu doll. Guck mal, hier komme ich direkt First Try rüber. Sehr gut. Wow! Schon wieder so Knochen. Was ist das denn? Oh, das ist aber schwer. Oh mein Gott. Das ist ein richtig schweres Jump. Oh Gott, ich hab's nicht geschafft. Ja, super. Ey, Max, hast du dir eigentlich schon mal einen Knochen gebrochen? Nee, noch nie in meinem Leben. Ich hab keinen Double Jump mehr. Bro, du musst hier gerne an der Seite drüber. Geh an der Seite. Da ist viel einfacher. Da, wo die Knochen dicker sind. So. Oh, Bro. Was ist denn jetzt hier der nächste? Pick a path. Oha, jetzt müssen wir hier entscheiden, welchen Weg gehen wir. Links, Mitte oder rechts? Ey, Stani, ich weiß echt nicht, was hier der richtige Weg ist, ne?
Ich kann es nicht sagen. Also, ich würde fast die goldene Mitte nehmen. Ich sag dir ehrlich, tschüss, Max. Was? Ey, du hast Double Jump aktiviert, ne? Ich hab Double Jump aktiviert. Dann mache ich Speed Jumps. Ey, und... Wow, let's go. Mann, ey, warte mal, komm. Nein, ich muss wieder von den Kopf anfangen, weil ich... Mich hat's auch erwischt, Bro. Mich hat's erwischt. Okay, easy. Warte mal, ich muss Checkpoint hier mitnehmen. Double Jump und rüber, zack. Okay, mit Double Jumps geht's auf jeden Fall. Max, wo bist du? Ja, ich bin hier schon beim nächsten, bei dieser Rippe hier. Wo bist du denn? Warte, da. Ich bin hier noch bei den Dingern hier. Ich komme doch, Bro. Aber wie funktioniert... man fällt da durch. Ich verstehe das nicht. Du musst immer in der Mitte oder so. Hä? Ja, in der Mitte. Ich will einfach rüber. Also ich bin mit Double Jump gerade einfach in der Mitte rüber. Ich glaube, man darf nicht zu lange auf der Stelle stehen bleiben, dann fällt man durch. Sonst bricht die Rippe und dann fällst du durch, weißt okay, das macht Sinn. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, das Rückenmark oder so. Ja, das ist hier das Rückgrat, ja. Ja, das ist der Rücken, Leute. Die Wirbelsäule ist das hier. Und das sind hier quasi dann so die Dings hier, die hochgehen. So, ich bin hier schon mal schneller nach oben mit meinem Speed-Hack. Also wir probieren jetzt, glaube ich, aus dem Mund oder so wieder rauszukommen. Ja, hoffentlich gehen wir nicht durch den Hintereingang wieder raus. Oh, nee, ey, bitte nicht, Max. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, da habe ich auch nicht so Bock drauf. Aber wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin hier doch total langsam. Ja, ich bin oben schon. Ah, okay, du bist schon. Ich habe doch meinen Speed-Hacks. Hack-Max. Was ist denn hier? Okay, rüber, ich geh unten durch. Ich hab's erwischt. Oh mein Gott. Du musst so schräg gucken, dann ist easy. Guter Tipp hier, guter Tipp hier. Guck mal, locker. Zack. Nein, Max, bitte. Hat's dich erwischt, Bro, oder was? Bitte. Was ist los? Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Ich will's auch gar nicht wissen. Nein. Bro, ich wusste. Ich bin nicht gesprungen. Bro, ich dachte mir schon, dass wir. Ey, Bro, ich dachte mir schon, dass wir hier durch den falschen Eingang wieder rausgehen. Nee, Max! Wo sind wir denn rausgekommen? Ist das eklig, Max? Wenn du das sehen wirst. Nein, das sieht ja jetzt. Wir wurden raus. Guck mal, wir wurden rausgepupt, Leute. Ist das eklig. Und jetzt in die Kanalisation müssen wir runter, oder was? Aber guck mal, das ist halt der Ausgang. Wir sind halt, wie krass das eigentlich ist. Wir sind durch den Patienten, der auf Toilette gegangen ist, uns ausgepupt hat. Sind wir vor dem Horrorarzt abgehauen? Ja, sind wir jetzt in der Kanalisation. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Ey, Bro, ich glaube, ich höre den Horrorarzt. Nein, als ob der jetzt schon wieder hier runterkommt. Ich glaube, er hat uns gesehen, dass wir abgehauen sind. Schnell. Wir müssen uns jetzt beeilen, Der weiß, der hat locker schon bemerkt, dass wir aus unseren Betten fehlen. Und guck mal, das ist hier so Säure und die sind auch wahrscheinlich Ratten und schnell so. Raus hier. Kommst du da hoch? Okay, wir müssen da auf jeden Fall ran. Oh. Wow! Nein. Wo sind wir denn hier? Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, Bro. Ich glaube, wir sind entkommen. Oder? Nein, bitte sag. Ja, warte mal, hier rein. Oh mein Gott, nein. Ist das das Ende? Haben wir es geschafft? Ich glaube, warte mal. Was ist das? Jump-Pad, Speed-Pad, the Party-Dings. Aber was passiert, wenn wir hier reinspringen? Ich weiß es nicht, was dann passiert. Oh Gott, warte. Wir probieren es mal. Nein, wir werden ins nächste Level gesaugt! Hä? Stani, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh mein Gott, ich glaube, wir sind hier irgendwie wieder in der Arztpraxis. Warte mal, jetzt sind wir vom... Der Zahnarzt ist verrückt geworden? Nein. Oh mein Gott. Der Zahnarzt? Wir wurden jetzt vom Krankenhaus in eine Zahnarztpraxis rein teleportiert. Ey, aber was ist das denn hier? Der Zahnarzt ist ja noch schlimmer als ein normaler Arzt. Das sind auf jeden Fall ein paar Dinger, die nicht gut aussehen. Und das sollte auf jeden Fall nicht beim Zahnarzt stehen, sowas. Ja, glaube ich auch. Ey, was ist das denn hier bitte? Drücke auf den Knopf, um den Boden erscheinen zu lassen. Okay, drück mal rauf. Ja, hab drauf gedrückt. So. Nee, der Boden ist doch da. Ja, aber geht der jetzt wieder weg, oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, der bleibt jetzt da. Okay, das ist extra für mich. Was kann man sich denn hier wieder kaufen? Ein Taser? oder so ein Dings? Oh, aber ich weiß jetzt, mal brauchen wir erstmal die... Tasern, Leute. Was ist das denn, dieses Gebisse? Max! Ich habe mich einfach nur selbst getasert. Was ist das? Junge, ich seh doch, was kann ich dich nicht tasern? Ich weich aus, Junge. Ey, pack den Taser. Aber wie lost ist das denn? Man tasert sich selbst damit um. Bro, ich kann nicht mehr aufstehen. Hallo. Hilf mir, ey. So, du bleibst jetzt erstmal hier schön in der Zahnarztpraxis. Ich bin eine halbe Minute getasert. Warte mal. Tür. So. Durch. Easy. Ey, ich hasse Zahnarzt, ich sag dir ehrlich. Zahnarzt ist schon nicht aber so nice. Aber ist wichtig, ja. Aber muss man. Du musst immer zum Zahnarzt gehen, Leute, und immer schön Zähne putzen. Ja. Aber
wenn mal was ist, dann bah. Und wenn man regelmäßig dann geht, ist es auch nie schlimm. Ja, dann ist ja auch nie was. Ja, ja, das so stimmt. Finde warte den mal, versteckten Schlüssel. Einen versteckten Schlüssel müssen wir finden. Oh Gott, guck mal, was ist denn das hier für eine komische Zahnarztpraxis? Was haben die denn hier? Guck mal, hier, ich hab den Schlüssel. Hier hinten. Oh, sehr gut. Aber ich frage mich, was das hier für komische Fässer sind. Das sind doch so Nuklearfässer. Ja, ja. Okay, hier kannst du, glaube ich, den Raum aufschließen. Ja, ist auf. Aber warte, ich muss das selber machen. Ah, du musst auch, okay. So, hier. Uff. So, einmal hier wieder Schlüssel über die Gebisse drüber springen, Leute. Ihr dürft mir nicht runterfallen. Oh. Dann hier über die Zahnbürste. Nein, ah, das ist eine Prank-Zahnbürste. Das ist ein Prank, das ist eine Prank-Zahnbürste. Hier, die blaue. Okay. Okay, und jetzt müssen wir überlegen. Ich sag, die braune ist es. Nein, es war wieder Prank. Nee, die grüne. Junge, ich hab bisher gut. Und jetzt ist es die braune, glaube ich. Warte mal. Ja, jetzt muss die braune. Die braune. Alter, ja. Stani hat hier den Trick raus. Ich hab direkt den. Du wusstest, was die saubere Zahnbürste ist. Ey, guck mal, hier geht's nicht mal raus. Ich will raus hier, Mann. Ja, wir müssen hier ausbrechen, bevor der Horrorzahnarzt kommt. Ey, wollen wir gleich mal den. Ich sag dir ehrlich, am Ende lass mal den kompletten Server nuken. Wir können die alle vorne anfangen. Alter, ey, das ist eine gute Idee. Oh, das ist Zahnseide. Boah, Zahnseide, auch sehr wichtig, Freunde. Okay, für die Zahnzwischenräume. Okay. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, die Zahnseide. Ich sag mal so, Stani und ich haben ja da einen OP-Trick, was Zahnseide angeht. Willst ja, du das so mal erzählen? Ja, wir haben so eine komische, so eine Düse. So ein Superfloss, so ein Gerät, was so Wasserspritzer macht. Und ja, das haben wir einfach random neulich gemerkt, dass wir beide dieses Gerät zu Hause haben. Aber Leute, vertraut, dieses Gerät, Zahnseide ist voll läppisch, aber das Gerät beste. Ja, weil Zahnseide ist auch dauert voll lange. Ja, und da kommt man auch gar nicht überall hin, aber dieses Gerät, vertraut, Leute. So, zack, auf den Knopf gedrückt. Das ist ein Geheimgang hier, Geheimtür. Oha. Boah, was ist das hier für eine krasse Zahnarztpraxis? Wann? Okay. Sind wir schon raus? Oh Gott. Spring über das Dach, damit du nicht runterfällst. Okay, wir müssen jetzt übers Dach abhauen hier. Oh Gott, Max, ich rutsch runter. Stani. Ja, du musst hoch. Hoch, Max, hoch, Max. Ja, ich komm. Komm, bitte. Ja, let's go. Junge. Was kann man sich denn hier noch alles kaufen? Ich kaufe mir jetzt hier mal wieder was. Thanos-Handschuh, Bro. Boah, ey, das kostet 700 Robux. Ey, Leute, macht das bitte nicht nach, das ist voll teuer. Nein, glaub, das ist ja richtig teuer. Hä, und jetzt hab ich's nicht mal, ich wurde geprankt. Ich hab's nicht im Inventar. Ja, ich sag dir, das ist mir schon übelst oft hier passiert. Ey, ich wurde geprankt, Leute, gib mal hier kein Geld aus. Hier ist einfach ein Elektrozaun, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, sehr gut, gut, drüber klettern, Ausbruch. Gefängnisausbruch hier. Naja, ich bin in die Säule gefallen. Oh, Max. Oh mein Gott, bin ich los. Max muss zurück zum Zahnarzt. Oh nein. Dich richtig geputzt. So. Oh, und zack. Zack. Ja, richtig. Das ist locker hier. Ja, das. Und zack, rüber. Oh, Junge! Nein, was? Guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Ey, wir sind auf irgendeinem Hochhaus hier. Ey, was ist das denn bitte? Oh mein Gott. Und wir müssen noch weiter nach oben in die Wolken. Crazy. Okay, das ist wirklich krass. Das ist Feierabend hier, Feierabend. Ey, nicht, dass wir jetzt sagen, ich will so einem Helikopter abhauen oder so, ne? Ja, das kann. Hä? Ah, oh, wir sind falsch rumgelaufen. Oh mein Gott, sind wir lost. Das ist hier einfach so ein Gerüst, was die hingestellt haben. Wieder andere Seite. Ey, Mann, das ist hier aber auch ein Prank. Das ist ein Prank-Gerüst. Ey, guck mal bitte runter hier. Wer hier runterfällt, der hat auf jeden Fall ein riesiges Problem. Ja, das war's. Ciao. Ey, das ist so hoch. Stani, was wäre, wenn ich dich jetzt hier tasern würde, dass du runterfällst? Ey, Max, Junge, ich hänge hier. Nein, Alter, ich hab Stani voll weggetasert. So, Stani, du musst beim Zahnarzt bleiben. Junge, wie lange ich da immer hängen bleibe? Falsche Richtung. Ach, ey, Bro, das ist wirklich hier dieses Gewiss. Und hoch geht's, zack. Oh mein Gott, wir sind jetzt ganz oben auf dem Dach angekommen, Leute. Was ist das? Wir sind direkt unter den Wolken. Okay, das ist heftig. Oh, zack, und zack, und zack. Junge, die sind so rostig gewesen, das hat mich erwischt. Rüber hier. Vermeide es vom giftigen Rauch. Oh mein Gott, hier müssen wir dem giftigen Rauch ausweichen. Oh, das kommt wahrscheinlich direkt aus der Zahnarztpraxis. Ich glaube, da hat er einfach richtig einen ziehen lassen da drin. Deswegen stinkt das so. So, drüber und hier. Letztes Mal Rauch. Letzte Rauch nochmal. Und. Aber ich frage mich, wie wir jetzt hier wegkommen. Wir sind doch immer noch im Zahnarztpraxisgebäude. Ja, eigentlich schon. Hä? Ich weiß geht's es auch jetzt? Nicht. Nein. Geht's da rein? Oh, warte mal. Geht's hier? Wo geht's? Wir müssen uns eins aussuchen, Max. Okay. Welches nehmen wir? Nimm du das zweite. Okay, wir nehmen beide das zweite. Oh, ja, okay, das war Fail. Oh, das war das falsche. Oh nein, jetzt müssen wir wieder an dem Rauch vorbei. Och Mann, ey. So, schnell, Leute. Junge, hier, die eine rennt einfach durch den Rauch durch. Die checkt das nicht. Die checkt nicht, dass der Rauch giftig ist. Oh, ich bin auch doof. Gib's doch nicht. Okay, also man muss hier wirklich abwarten.
Und... Okay, warte, ich komm gleich. Ja, ja, ich warte hier auf dich. Das nächste muss der richtige sein hier. Ich warte im Rohr. Erste. Ich mache auf Nummer safe, weißt du? Ja, mach safe. So, hier, und rüber, Leute. Und der letzte hier haben wir auch geschafft. Locker, flockig. Alter, ich kaufe mir jetzt hier gerade noch so eine OP-Sache. Ich geh jetzt runter, tschüss. Ey, bitte. Okay, das funktioniert sogar. Ich komme auch runter, let's go. Wir sind jetzt hier in den Lüftungsschächten, Bro. Ey, Stani, guck mal, was ich jetzt hier hab. Was hast du dir geholt? Zeig mal. OP! Was ist das? Hör, das lädt gar nicht richtig. Irgendwie soll das so ein Laserstrahl, glaube ich. Ah, jetzt! Ich hab den OP-Laser! Alter, das ist so stark. Guck mal, wie krass das aussieht. Junge! Ey, ich sag ehrlich, Dani, leg dich besser nicht mit mir an. Du musst jetzt, glaube ich, den richtigen Weg finden, weil das ein Labyrinth ist. Ich glaube auch, okay. Das ist jetzt natürlich... das sieht hier viel falsch. Guck mal, hier ist... Ich glaube, ich hab den Weg. Das sieht hier sehr viel falsch. Oh, ich hab's wirklich. Hier ist ein Checkpoint. Beim letzten rechts reingehen. Okay. Oh, das sieht echt hier... Oh Gott. Okay. Ja, ey, sehr gut, perfekt. Hä? Du bist ja voll der Labyrinthmeister. Ich bin der Labyrinth-Profi, Junge. Ey, lass mal irgendwie gleich einen sehen, dann haust du den einfach komplett mit dem Laser weg. Ey. Wenn hier irgendein anderer Spieler kommt, Leute, hauen wir direkt weg. Oh, so. Das ist schwierig hier. Das ist schwer. First try, komm, kein Ding für uns. Kein Ding für uns. Ja, der Zahnarzt kriegt uns nicht, Freunde. Wir haben die Zähne gut genug geputzt. So, ey, ich hoffe, wir sehen gleich Spieler, Level. Den wir weghauen können. Ja, ich habe auch richtig Bock, jemanden mit dem Gottlaser hier wegzufetzen. Ja. Okay. Oh Gott, hier rüber. Tödliche Laserstrahlen! Oh, schnell weg, bevor Maxi wieder durchdreht. Ah, wir sind jetzt hier im Lagerraum. Ja. Ey, Mann, hier sind aber auch nirgendwo andere Spieler. Hoffentlich kommen hier gleich nochmal welche. Aber wir werden safe welche gleich finden. Bestimmt. Junge, guck mal, was der Typ hier gelagert hat. Ja, das ist voll der Psychopath, der Zahnarzt. Junge, das sind hier irgendwelche Taser und so auch noch, die du hast. Okay, wieder hier, das ist ein bisschen schwierig. Ah, nein, mich hat's erwischt. Ja, da musst du aufpassen. Da muss man hier wirklich ein bisschen hier Flickflack machen. Nein. Was? Komm. Oh Gott, was du jetzt sehen wirst, das ist richtig grausam. Ja, was ist da? Oh! Nein. Oh mein Gott, nein. Wir müssen jetzt in den Typen wieder rein. Oh mein Gott. Boah, der hat aber hier ein paar faule Zähne. Boah, hier. Zack, Zahnstein, Karies, alles am Start hier. Oh, wir sind jetzt in sein Gebiss drin. Guck mal, so sieht's einfach hier aus. Alter, okay. Ja, die Zähne ganz gut aus. Guck mal, hier Essensreste nicht geputzt, zack. Oh Gott, jetzt geht's hier in seinen Körper rein. Wieder, guck mal, der isst Pizza, Braten, Kuchen und okay, ein Apfel ist ja wichtig. Apfel ist gut. Apfel sehr gut. Apple a day keeps the doctor away. Keeps the Zahnarzt away. So. Tag rüber, sehr gut, ist locker hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, oh Gott, jetzt geht's wieder in seinen Magen rein. Nein. Ich hab gefailt, Bro. Oh Gott, ich auch. Wir gehen aber wieder in seinen Magen rein. Oh Gott. Müssen wir das jetzt hier nochmal alles machen? Ist doch gar nicht so einfach jetzt hier. Hey, wir haben doch den Checkpoint da. Bro, nein, wir sind doof, wir laufen in die falsche Richtung. Oh, ja, weil der Checkpoint so komisch war. Ja. Ich wollte gerade auch sagen. Aber wir hatten hier eigentlich den Checkpoint, deswegen. Aber ich glaube, der Ey, das ist aber auch schwer. Es ist übelst dünne Rippe hier. Ja, man muss am besten auch wieder so seitlich gucken, wo man hinspringt. Hier stinkt's, Max. Hier stinkt's richtig. Nein. Oh. Ist da schon wieder Kot? Oh nein, Max. Wir sind schon wieder im Kotlager. Oh Gott, Leute, guck mal, was hier... Was der alles gegessen hat, ey. Wo kommen wir jetzt hin? Bitte nicht wieder... Hä? Sind wir durch? Oh mein Gott, wir sind im Himmel! Wir sind ausgebrochen! Wir haben es draußen geschafft. Junge, hier sind wir ausgebrochen aus dieser Zahnarzt. Wir haben es geschafft. Ey, Stani, lass jetzt mal noch die Nuke kaufen. Okay, komm. Nuklear-Server. Ich kaufe Nuklear-Server. Ich glaube, dadurch werden einfach alle hier hops genommen. Ich kaufe das jetzt nochmal. Mach das lieber nicht nach. Lass ein Like und ein Abo da. Und dann, ich hab's gekauft. Wow! Launch Nuke! Was passiert? Der Boden wackelt! Was passiert jetzt? Hä? Oh! Hä? Oh mein Gott! Leute, was passiert? Ende. Oh mein Gott, Leute, das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, Leute. Euer Kravitz.